Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe hier eine Holzmalplatte, habe ich an der Seite abgeklebt und habe jetzt hier Farben angerührt, ganz dünn, weil ich die nachher verpusten möchte. Das heißt, ich habe Farbe genommen, etwas von diesem Medium Seidenmatt, aber nur etwas und den Rest mit Wasser aufgefüllt, damit es richtig dünnflüssig wird. Ultramarinblau habe ich, Weiß, Türkisblau und etwas Gold. So, dann lasst uns doch mal starten. Ich mache erstmal eine Grundfläche. Nehmen das Ultramarinblau. Also Unterschied ist natürlich jetzt, es ist kein saugender Untergrund, sondern ein glatter Untergrund oder harter Untergrund. Und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren auch, ob das gut funktioniert. Hier ganz normaler Föhn. Okay, ist zu. Da habe ich schon wieder was runtergeschmissen. Da habe ich noch was drin, habe ich gerade gesehen. Aha. Das schieben wir raus. Flug weg. So. Und dadurch haben wir natürlich auch gleich die ganzen Luftbläschen mit rausgenommen. Okay. So. Fangen wir jetzt mal mit dem Weiß an. Drehen wir das noch einmal um. Die Spatel raus. Mit dem Becher. Ja, genau, so eigentlich nicht. Bei mir ist halt richtig kalt hier drin. Das ist ein kleines Problem. Dann das Türkis. Blau. Setzen wir das Gold noch drauf. So. Mache eine kleine Kreuzung mit etwas weniger. Ups, so können wir es auch machen. Dann ist die Farbe auch leer. Okay, und jetzt verpusten wir das.
ich schon. Vielleicht da, wo es einem noch nicht ganz so gefällt. Verstreichen wir das noch ein bisschen. Gold ist dezent. Schieben wir das noch ein bisschen raus. Ja, das ist doch cool. Okay, einfach, aber gut. Pass mal auf, jetzt gehe ich hier mit dem Gold, nimm den kleinen Finger. Ziehe mir hier noch ein paar goldene Bahnen. Einfach für den Effekt. Weil Gold war mir da noch ein bisschen zu wenig. Okay, das reicht schon. Gut. Dann würde ich sagen, kurz nochmal mit dem Heißluftföhn ein bisschen. Für die Luft ein bisschen. Aber vorsichtig, dass er nichts verschmiert wieder. Okay, dann mache ich mich jetzt auf den Weg und mache die einzelnen Fusseln, sage ich mal, oder was ich sehe, was ich finde, raus. Und dann zeige ich es euch natürlich von daheim da an. Bis gleich! So, Freunde. Zeige ich es euch mal von daheim. Seht ihr, also schöne Strukturen, auch ohne Silikon gemacht. Was ihr hier seht an, sag ich mal, kleine Zellen oder sowas hier, das waren einfach nur die Luftbläschen. Ja, theoretisch, je mehr Luftbläschen ihr drin lässt, umso mehr Zellen bekommt ihr dann. Auch ein kleiner Tipp, aber viele mögen es ja auch ohne Zellen. Okay, also ich finde es cool geworden. Dann lassen wir das trocknen. Und ich würde sagen, ich überziehe das dort noch mit Harz. Dann wird es vielleicht noch cooler.
Schauen wir erstmal, wie es trocknet. Okay, dann wünsche ich euch was. Ich denke mal, das Harz überziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das dem Bild anhänge, weil es hier ja wirklich so kalt ist und es lange braucht zum Trocknen. Oder ob ich das Video zusammenschneide. Aber wahrscheinlich mache ich ein zweites Video dann damit, damit ihr das auch mal wieder seht. Okay, dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.